Hallo meine Freunde, ich bin es mal wieder, der dicke Nerd aus der Nachbarschaft. Heute habe ich ein neues Harry Potter Ranking Video dabei. Dieses Mal geht es um Zaubersprüche. In der Wizarding World gibt es unzählige Zaubersprüche und Flüche. Ich dachte, ich mache mal ein persönliches Ranking darüber, welche Zaubersprüche ich am nützlichsten finde. Vorab die Info: Duellzauber werden bewusst außen vor gelassen. Eventuell mache ich dazu noch ein eigenes Video. In diesem Video geht es nur um Zauber, die den Alltag erleichtern. Auf meinem 10. Platz befindet sich der Zauber Die Findo. Die Findo ist jetzt ein Zerschneidezauber. Wer kennt es nicht, ihr bekommt ein Paket und der Versender hat es mit 20 Meter Panzerband eingepackt. Zu allem Überfluss findet ihr eure Schere nicht. Was kann man da nur tun? Holt euren Zauberstab heraus und wirkt Die Findo. So werdet ihr nie wieder ein Problem mit lästigen Paketen haben. Auf meinem 9. Platz befindet sich der Zauber Ferula. Dieser Zauber ist für alle nützlich, die sich noch nicht an den Heilungszauber Episki herantrauen. Ferula kann zum Beispiel einen Beinbruch schienen. Nummer 8 ist Flagrate. Dieser Zauber dient zur Orientierung. Durch Flagrate erscheint eine rote Spur in der Luft oder wahrweise auf einen Gegenstand. Nummer 7. Anapneo. Dieser Zauber befreit die Atemwege. Sehr nützlich, wenn man sich mal wieder beim Essen verschluckt hat, wie es der dicke Nerd häufig tut. Nummer 6. Episki. Wie bei Nummer 9 schon angedeutet, wird Episki dafür verwendet, kleinere Knochenbrüche und Verletzungen zu heilen. Nummer 5. Hominum Revelio. Zeigt an, ob Gegner oder andere Menschen sich in der Nähe befinden. Sehr praktisch, wenn ihr wie der dicke Nerd etwas paranoid seid. Nummer 4. Mafliato. Ein sehr praktischer Zauber, der Menschen in eurer Umgebung daran hindert, euch zu belauschen. Die möglichen Lauscher nehmen ein undefiniertes Brummen wahr und hören euch nicht mehr. Nummer 3. Alohomora. Gebt es zu, wer von euch vergisst auch ständig seine Schlüssel. Mit Alohomora ist dies kein Problem mehr. Dieser Zauber öffnet ganz so gut wie jedes Schloss. Außer es ist besonders geschützt, weil sich eventuell ein Stein der Weisen dahinter befindet oder ähnliches. Nummer 2. Accio. Seid ihr auch schon mal faul wie der dicke Nerd? Ja, dann ist Accio der perfekte Zauber. Accio lässt Gegenstände zu euch fliegen. Nummer 1. Lumos oder Nox. Ihr habt gerade kein Handy oder Taschenlampe dabei? Dann verwendet Lumos und euch wird ein Licht aufgehen. Zu jeder Zeit und erspart Batterien. Nox löscht das Licht wieder. Ja, meine Freunde, damit sind wir am Ende von diesem kurzen Video. Ich hoffe, euch hat der Stop-Motion-Film im Hintergrund gefallen. Lasst gerne ein Like und Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann ihr es seht. Euer dicker Nerd aus der Nachbarschaft.